sind kurz davor, einen ganz großen Schritt weiterzukommen, hoffe ich. Wir haben Mimir, da hängt er, der Kopf, da. Und lassen ihn jetzt mit der Weltenschlange sprechen. Auf geht's. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Es ist toll. Wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Wahnsinn. Tschüss. Hey, seht mal. Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Na Gott sei Dank. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Oh mein Gott. Abgeschlossen, ein neues Ziel. Ich bin so happy, dass das so einen Spaß macht. Das ist so toll. Ich meine, diese Schlange, es ist auch so witzig. Kennt ihr den Film Findet Nemo? Ja, Dory, der vergessliche Fisch, spricht ja auch ähnlich walisch. Aber ich gebe zu, es ist nicht ganz so spektakulär wie das hier. Ah, toll. Wo sind wir denn jetzt? Also ja, wir sind immer noch hier, aber ihr wisst schon. Oh, wisst ihr was? Ich habe morgen Geburtstag. Fällt mir gerade ein. Sollen wir hier runter? Ja, wir gehen mal hier runter. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Gut zu wissen. Ich bin für Umsehen, bevor wir den Meißel suchen.
Jetzt, wo das Wasser so tief steht. Ein Boot. Wir haben ja auch noch so ein paar Sachen hier gar nicht gelöst. Wo lang geht's zum Meister? Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Dann zwischen ihnen durch. Ja, okay, das machen wir, aber wir fahren auch nochmal hier rum, oder? Also ich fahre jetzt hier rum. Ich wollte in die andere Richtung, Kratos, aber hey, komm, egal. Hey, Mimir. Beim letzten Mal hattest du ein Boot an. Doch die Waren hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Okay. Ich hatte fast Schwierigkeiten, ihm überhaupt zu folgen, weil ich so beschäftigt war mit Rudern. Geil, oder? Es ist alles jetzt freigelegt. Es ist echt, also eine richtig tolle Idee, dass man das Land quasi, dass man noch ein Level unter dem Level hat. Schauen wir mal. Es hört sich nach Zwerg an. Oder? Guck mal, da ist jetzt wieder beides. Achso, nee, das ist ja was anderes. Das ist ja das da. Na toll. Okay, verstehe. Okay, aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man die Grünen kaputt macht. Hä? Cool. Nu? Oh, ich habe irgendwas mit Vögeln freigeschaltet. Es geht nicht weiter. Was mache ich jetzt? Wieder so ein Topf. Mann, was ist denn das? Verhauen kann ich es nicht. Huch, achso, da ist wieder sowas. Okay. Das ist Tor, oder? Wieso ist die Musik so gruselig auf einmal? Was soll ich bloß mit diesen Dingern machen? Runen.
und grüne Bälle. Überall. Die machen bestimmt irgendwie Sinn. Nur ich verstehe nicht. Noch nicht. Witzig. Das ist das Level, auf dem wir waren. Könnt ihr euch erinnern? Da oben ist die Schatztruhe, die wir schon haben. Lustig, ne? Das ist schon sehr cool. Da ist der Überall sind diese neuen blauen Dinger. Schlange guckt. Was? Was sind denn das für Dinger, ey? Mal weg gerade aus. Nein! Komme. Oh, sehr gut. Echt ein bisschen resistent, der Typ. Das auf den frühen Morgen. So. So. Muss ich jetzt alle nochmal machen? Ja, wa?
So, ihr Hippies, jetzt zieht euch warm an. Keine Hippies? Doch, da. Ich sehe nichts. Wo ist er hin? Mano, wie soll man denn da rauskommen? Wieso bin ich gleich schon wieder tot? Lauf mal weg, Kratos! Wieso hat er gesagt, ich bewege mich sehr langsam? Das finde ich überhaupt nicht nett. Ah! Ich komme zu dir! Sehr gut. Mano! Gibt's doch gar nicht, ey! Ich komme aus diesen Feuerdingern nicht raus. Wie mich das ärgert! Was? Ach, das ist der Kopf! Habe ich völlig vergessen. Nein! Ah! Wir hatten ihn fast! Und immer lande ich auf dem Kopf. Der arme Kopf. Shit. Werde ich es wohl heute noch schaffen? Ich glaube nicht. So, okay. Ich verspreche euch, das ist... Ich wollte euch irgendwas versprechen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich es jetzt schaffe, weil ich sehe uns schon wieder sterben. Wieso? So. Dann kommt mal ran hier. Da ist ein Heilungsstein. Gehen wir doch gleich mal in die Richtung. Das ist immer dieses ätzende Teil, ne? Noch einer? Tatsächlich. Aber der nicht. Dieses ätzende kleine Scheiß-Mottenviech. Was? Na, ich komme hier nicht weg. Das ist das Problem. Falsche Richtung, Kratos, Mann. Ich brauche mehr Zeit.
Nein, seht ihr, ich komme nicht raus aus dieser Feuergeschichte. Gibt's doch gar nicht. Hat er gerade gesagt, paar Minuten? Wo ist es hin? Linke Hand, lebst du noch? Eingeschlafen, okay, verstehe. Mein Controller hat jetzt auch blaue Flecke. So, ich speichere hier mal eben, bevor wir zwangsgetrennt werden und hole euch hier wieder ab, um unseren Sieg zu feiern. Bis gleich.